Willkommen zurück auf unserem Kanal. Hallo. Es ist sehr schön, dass ihr immer wieder unsere Videos schaut und unsere Reise verfolgt. Heute geht's wieder mal um unsere Planung. Was haben wir vor? Was wollen wir machen? Wo wollen wir denn noch hin? Es kommen immer wieder Fragen. Was ist euer neues Ziel? Was habt ihr denn so vor? Tja, Annette, was haben wir denn vor? Also erst einmal, wir sind hier frisch angekommen auf Bora Bora. Wir überlegen schon seit längerem, was machen wir denn? Wir sind jetzt über 5 Jahre unterwegs. Ja. Ursprünglich hatten wir mal 4 Jahre geplant. Es sind 5 Jahre geworden, auch geschuldet an Corona. Das hat uns ja doch ein bisschen aufgehalten in Panama. Dann waren wir in Mexiko, unvorhergesehen. Wir wollten ja eigentlich weiter nach Französisch-Polynesien, haben aber keine Genehmigung gekriegt. Dann sind wir nach Mexiko. Und die Entscheidung war auch gut. Keine Frage. Wir haben kaum Restriktionen gehabt. Wir hatten eine super Zeit in Mexiko. Aber jetzt, ja, jetzt denken wir darüber nach, wie geht es weiter. Ursprünglich wollten wir ja Ende dieses Jahres, also zum Beginn der Cyclone-Season, in Fidschi sein. Das hat ja nun nicht funktioniert, weil wir zu viele Reparaturen hatten und in Zeitdruck will man sowas nicht machen. Wenn wir schon dahin segeln, dann wollen wir natürlich auch die ganzen Inseln, also Cook, Tonga, Samoa, Nui, alles wollten wir kennenlernen. Aber jetzt ist es zu spät dazu. Die Cyclone-Season beginnt nämlich nächsten Monat. Ja, wir überlegen jetzt, wie es weitergehen soll, die Limelight zu verkaufen, zum Beispiel. Wir haben auch schon Inserate geschaltet und wir haben auch schon Leute gehabt, die sich das Boot ansehen. Definitiv ist noch gar nichts. Wir wollen also die Limelight verkaufen. So der Plan. Sollte das nicht funktionieren, haben wir nach Plätzen geschaut, um die Limelight einem Haulout mal wieder zu unterziehen und wir die Zyklon-Season dann jetzt nicht in Französisch-Polynesien zu verbringen. Das gestaltete sich ziemlich schwierig. Habt ihr ja schon in einem letzten Video gesehen. Wir haben die Werft in Apataki besucht. Das wäre eine Möglichkeit, dort die Limelight rauszuholen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, wieder zurück in die Marquesas zu fahren. Dort ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Zyklon die Inselgruppe trifft. Aber das sind noch mal gut 900 oder 1000 Meilen wieder zurück. Und das eigentlich gegen die Trade Winds. Also das wird ein ungemütlicher Turn. Also das wäre die letzte Möglichkeit, das zu machen. Apataki würde vielleicht noch gehen, es sind 250, 300 Meilen bis dahin, aber auch nicht unser Wunsch. Und jetzt haben wir noch woanders geschaut. Auf Raiatea gibt es 2 Werften, sind das. Die eine Werft hat überhaupt keinen Platz, die andere hatte auch keinen Platz. Aber wir haben mit der jungen Dame dort gesprochen und sie hat uns jetzt heute benachrichtigt, dass wir die Möglichkeit hätten, dort die Limelight im November rauszuholen. Und das würden wir dann tun? Wenn sie nicht verkauft würde. Und dann in der Cyclone Season Neuseeland fahren? Neuseeland erkunden mit dem Wohnmobil? Ja. Ein Visa haben wir schon beantragt und haben wir auch schon bekommen. Und dann nach 4 Monaten Neuseeland? Kurz nach Deutschland. Fliegen wir nach Deutschland. Wir müssen unbedingt mal wieder unsere Familie und Freunde sehen. Und wenn wir dann zurückkommen, würde es wohl nach Fidschi gehen, wo sie dann endgültig verkauft wird. Das ist eine Variante. Eine Variante, genau.
Also nichts Genaues weiß man nicht. Seit gestern haben wir einen, der großes Interesse daran hat an der Limelight. Er hat sie auch schon besichtigt. Und sollten wir sie verkaufen, was machen wir denn dann? Dann gehen wir für 3-4 Monate nach Neuseeland und bereisen Neuseeland mit einem Wohnmobil. Anschließend wollen wir uns Australien noch anschauen und dann geht's zurück nach Deutschland. Das wäre eine weitere Variante. Ja, also wenn jemand von euch Interesse an der Limelight hat, schickt uns doch bitte eine E-Mail. Die Daten findet ihr unten oder auch auf unserer Webseite. Ich muss sagen, hier in Französisch-Polynesien ist ein super Ausgangsort, um eine größere Reise zu starten. Ja, super Land, wirklich so viele nette Menschen, die das Wasser ist klasse, es ist warm, es ist klar, es gibt so viel zu sehen, so viel zu machen, ist unglaublich. Und man hat nicht diese manchmal stressige Tour von Panama oder wie von Mexiko hier runter. Die 28 Tage, das war schon nicht immer ganz einfach. Ist aber auch natürlich ein sehr, sehr tolles Erlebnis für uns gewesen. Ja. Ja, ihr seht schon, das ist nicht das Ende unserer Videos. Wir haben noch ein paar in petto, die kommen jetzt nachfolgend Woche für Woche oder 14-tägig. Ich bin nicht ganz so schnell mit dem Schneiden. Wir haben ja Tahiti besucht, wir haben Morea besucht, waren auf Huaine und sind jetzt, wie die Annette schon sagte, auf Bora Bora. Also freut euch noch auf ein paar schöne Videos. Und natürlich wird auch unsere Folgen der Reise dokumentiert werden. Dann nicht mehr vom Schiff aus, sondern vom Auto oder vom Wohnmobil aus. Ich freue mich darauf. Ich mich auch. Wir hoffen, ihr freut euch auch darauf und bleibt uns weiterhin treu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einen Kommentar. Wenn ihr gute Anregungen habt, schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Daumen oben. Und wir freuen uns, dass ihr weiterhin unsere Videos schaut. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.